Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play der etwas, ja, ich sag mal, besonderen Art. Stoneheart, hier jetzt gespielt von mir, eurem Futschel. Ja, was kann man da großartig zu sagen? Im Augenblick eine Alpha-Phase, also noch komplett in der Entwicklung. Sieht noch viel an, ähnlich wie bei Life is Feudal. Vieles not implemented yet, weil es das einfach auch gar nicht gibt. Kleines Aufbau- und Simulationsstrategiespiel, ja, spielend in einer Zeit, ich würde jetzt mal behaupten, zwischen Mittelalter und der Renaissance. Irgendwo da muss das liegen. Ja, ganz viele kleine Siedler und ganz drollig und niedlich gemacht. Wir steigen auch schon mal direkt ein, legen los und... Ja, so ist im Augenblick der Game Start. Buxtehude habt ihr vielleicht in meinem letzten Stream gesehen, wie wir angefangen haben. So ein bisschen rumzuprobieren. Ich würde jetzt trotzdem einfach nochmal ein neues Spiel anfangen. Wir starten in einer Welt, wie man gleich auf der Karte sehen kann, wo wir uns eigentlich die Position aussuchen auf der Map. Mit diesen tapferen 7 Leuten. Jeder hat hier andere Werte, was meint, also the ability to think intelligently. Ja, also die Lernfähigkeit, nenne ich es jetzt mal frei übersetzt. Dann natürlich die körperliche Verfassung, ja, stark, nicht so stark. Und natürlich dem Spirit, was mit der, ja, Willenskraft und solche Geschichten zu tun hat, wird man schnell merken und lernen und kennenlernen, wenn man den Leuten ihre Jobs zuweist. Dafür gibt es hier auf der rechten Seite so ein Vortool, sag ich jetzt mal. Oder den Shop vielmehr. Wir starten ja gleich in einer Welt, in einem Camp, wo wir nichts anderes haben wie unsere 7 Leute, eine Säge und eins dieser Tools, was wir uns kaufen können. Unser aktuelles Kapital, 150 Gold. Also ich muss von vornherein sagen, das Messer kann man sich später craften. Dauert nur ein wenig, bis man soweit sich hochgespielt hat. Ja, die Hacke, das Schwert und die Bindel kann man sich selber craften, ziemlich schnell und ziemlich zügig. Und deswegen kaufe ich mir gerne jetzt, ich habe es schon ein paar Mal angespielt, das Messer ganz gerne, damit ich ganz schnell an die Tiere rankomme. Wir können es aber auch mal weglassen. Dann dauert das alles ein bisschen länger, dann sieht man mal die ganzen Abläufe. Säge haben wir grundsätzlich mit dabei. Das ist schon mal ganz praktisch, die brauche ich mir nicht kaufen. Ich muss sagen, ich bin hier mit der Karte. Pilz, ja, okay, ist aber cool. Nehmen wir hier, genau hier. Alles, was wir so brauchen, ist direkt in der Nähe. Berge, Mineralien, alles greifbar. Und ziemlich zentral gelegen. Auch ziemlich wichtig für uns. Noch Gebäude bauen und mit anderen Völkern handeln und auch gegen Goblins kämpfen. Das haben wir so gesehen. Die anderen Mitspieler, die KIs. Mehr habe ich bis jetzt auch noch nicht getroffen. Lange spiele ich nämlich auch noch gar nicht. Feuerung. Aussuchen. Mal gucken, hier genau zwischen Felswände, hier vorne ein Steinmonument. Ja, wir könnten uns eigentlich genau da oben einquartieren.
Einzeln verteilte Steine, ein paar Blue. Aber wir gehen hier rein, genau hier rein. Nochmal eben das Banner auf links. So. Und hier gründen wir unser Dorf. Granite Heaven. Das Banner trotzdem wieder in die falsche Richtung. Ja, wie gesagt, wir haben eine Säge mit 150 Gold. Und wir werden jetzt auch schon einen unserer Bürger auswählen, um Tischler zu werden. So, hier meint 5, meint 5. Buddy hoch, das ist hier. Narvin wird unser Tischler. Dann wollen wir schon mal ein paar Bäume fällen. Hier vor der Mine. Zack. Alle weg. Kann er sich auch einen Arbeitsplatz bauen. Und wir können seinen Arbeitsplatz, der dort entstehen wird, ein Materiallager festlegen. Der Baum da gleich verschwunden ist. Das gern alles dicht beieinander. Da wir die Möglichkeit haben, hier viele einzelne kleine Lager zu erstellen. 20 mal 20. Klingt eigentlich ganz gut. Hier sollen Holzressourcen und Konstrukte rein. Genauso wie er hier die ganzen Tools mit reinräumen kann. Und Weapons und Exotic Gears. Und ja, das kann alles so rein. Genau, das kommt da hin. So, und hier auf der anderen Seite vom Lager lagern wir auf einer 10x10 Fläche keine Mineralien, keine Erze, sondern ja, Animal Part. So. So finde ich das ganz schick. Unser Tischler kriegt jetzt auch schon gleich Arbeitsaufträge rein. Wir brauchen zwei Bauern und zwei Wächter, falls uns mal was angreifen kommt. Dann kann er uns ja erstmal 10 Türen, 10 Fenster machen. Enforced Doors noch. Wooden Doors reichen und ein Stück. So. Und hier ist ein lieber Mensch, der bringt uns zwei Basket Körbe. Berries, ein Korb Korn und ein. Echt nett von dem. Cool, so, und wir können jetzt auch. Das ist Level aufgestiegen, kann also Sachen mehr herstellen. Aber echt fix hier heute. So. Wir brauchen natürlich. Bauen wir jetzt. Jetzt liegt Vater. Oder bauen wir schon Cottages? Nein, wir bauen erstmal hier Schlafquartier. Ecke. Und da gibt es nichts Besonderes zu. Wir müssen daran denken, dass wir noch die Laternen und die Betten craften lassen müssen. Aber jetzt werden sich erstmal alle anderen darum kümmern, das Haus hochzubauen. Hier unserem Tischler können wir sagen, du baust uns auch noch diese Wooden Wall Mounted Lantern. Also eine Laterne, die dann da so an die Wand getackert wird. Und einfache Betten kann er mit auch craften. Der kann er auch nochmal zwei dazu bauen. Und im nächsten ist dann wollen. Wir machen mal 20.
Und Dining Table machen wir. Sehen wir mal später auch die Halle bauen. Werden. Das soll gefressen werden. War ja ein entscheidendes Thema. Und die bauen jetzt hier ihre Schlafhalle hoch, die erste. Dann nicht wieder ran. Keine Lust, glaube ich. Ja, die sind gerade alle ein bisschen überfordert damit. Habe ich den Eindruck, dass der Ton ganz schön leise ist. Aber das ist ja ganz niedlich, wie die hier am Bauen sind, oder? Schaut euch das mal. Ein kleines süßes Häuschen. Arbeiten. Tatsächlich alle damit beschäftigt, bei die Hütte. Wir hätten auch noch von da oben. Ah, jetzt. Der Tisch. Erste Wand. Ja, das ist alles ganz, ganz schick. Material holen und wahrscheinlich das Lagerfeuer anzünden. Ja, Lagerfeuer anzünden überhaupt. Jetzt kommt es zum Lagerfeuer. So, die Pause wollte. Aber hier unser Tischler. Er will ab 10 HP-Punkte dazu. Wächter. Eine Frage. Können wir mal Worker lassen? Können wir auch erstmal Worker lassen? Stadtwächter. Im Augenblick. Hier war der Spirit so hoch. Ja, so ein hoher Spirit, ein Buddy-Pferd, dann auch. Auf den Fallen stellen. Auf jeden Fall, Lissy machen wir zur Abfechterin. Ja, auch definitiv Abfechterin. Ja.
von dem und Cutter Sachen bekommen. Alles selber besorgen. Zwiebelfeld. Trotten. Brauchen sie. Maisfeld. Und ja, erstmal das hier. Damit sind sie erstmal beschäftigt. Das Dach ist auch gesucht. In den nur noch Fenster, Türen und Betten. Leute durchrennen. Der Spirit. Ort. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch Leute, über die Anführungszeichen normale Tätigkeiten ausführen können. Hier unser Tischler kommt auch wieder zum Weiterarbeiten. Die Betten waren schon. Falscher Knopf. Sache. Betten haben wir schon. Dann fehlt denen ja tatsächlich. Da auch schon seit alles rund. Das ist doch ganz angenehm. Wir sind hier wunderbar und uns sehr gut damit beschäftigt, ordentlich was. Wir haben das erste Haus fertig. Hätten wir über Nacht mehr Nahrung sammeln können, wären wir auf jeden Fall ein Mensch mehr geworden. Und das war der erste Tag hier bei uns in unserer kleinen Gemeinschaft. Die erste Folge ist damit auch. Viel Spaß beim Zuschauen. Tschüssi.